Hi, ich bin Mr. Blind Life, ich sehe nur noch 2% und ich bin gesetzlich blind. Und vor circa fünf Jahren habe ich ein Video gedreht mit dem Titel Blind auf Zeit, hier ein kleiner Ausschnitt. Aber was sehe ich überhaupt? Ich sehe 2%, das heißt, ich bin gesetzlich schon blind, bin es aber nicht wirklich. Das heißt, ich kann den Weg vor mir erkennen, ich kann grobe Gegenstände erkennen. Und das Ganze habe ich mit der Canon Legria Mini X, meiner ersten richtigen Vlogging-Kamera, gedreht. Und es gibt so ein Motto: Erinnere dich an die Vergangenheit, lebe in der Gegenwart und bereite dich auf die Zukunft vor. Und genau das machen wir in diesem Video. Also, frohes neues Jahr euch allen. Willkommen im Jahr 2022. Das wird ein cooles Jahr. Ich hoffe, ihr habt gut in das neue Jahr gefeiert. Ich bin hier gerade so ein bisschen unterwegs und ihr merkt vielleicht, die Kamera bewegt sich so ein bisschen hin und her. Ich probiere nämlich wieder was aus, denn ich habe natürlich für meine Kamerafrau, nicht für mich, etwas geholt. Ich habe früher immer Videos mit einem Stativ gedreht, so ein ganz einfaches Stativ, was man so auseinanderklappen kann. Und dann kann man hier so das Telefon so reinklemmen und dann ist es relativ praktisch. Jetzt habe ich mir ein kleines Upgrade gegönnt und deswegen wechseln wir jetzt mal kurz. Hier habe ich, und ja, dieser Soundeffekt muss so sein, das ist auch keine bezahlte Werbung oder so, das habe ich mir selbst gekauft. Quasi Weihnachten, Neujahrsgeschenk oder sowas. Ein Gimbal. Und zwar, ihr hört es schon, das Ding kann sich bewegen. Das heißt, hier oben kannst du das Smartphone befestigen. Dafür gibt es hier so eine Klemme. Und dann packst du das Smartphone hier rein und dann tariert er das Smartphone die ganze Zeit aus. Und ja, das wollte ich mir schon länger holen. Da gibt es aber so ein paar kleine Probleme eventuell. Aber es gibt auch ein, zwei Dinge, die mega gut sind. Das Coole an diesem Gimbal ist, man kann es sehr schön in der Hand halten. Wie rum gehört denn das jetzt? Und hier vorne hast du so einen Joystick, wie du die Kamera nach links und rechts bewegen kannst. Du hast hier eine extra Aufnahmetaste, eine Kamerawechseltaste, einen Zoom-Regler an der Seite. Und hier hinten hast du Active Track. Kann zum Beispiel Mrs. Blind Life, wenn wir draußen unterwegs sind, mein Gesicht automatisch erkennen lassen. Und selbst wenn die Sonne scheint, kann sie mich dann dadurch deutlich besser filmen. Und das sind so ein paar coole Dinge. Das andere ist natürlich, wir können es dadurch einfacher haben, die Kamera gerade zu halten. Denn wenn man schlecht sieht, ne, ist jetzt die Kamera gerade, jetzt ist sie ein bisschen schräg, ist sie jetzt gerade oder nicht. Diese Horizontale ist auch immer so ganz, ganz wichtig. Und ihr wisst, ich versuche immer, gute Qualität auch zu leisten. Es sollen ja auch Videos sein, die cool sind. Und deswegen dachte ich mir, gönne ich das meiner Frau mal. Und jetzt habe ich zum Beispiel Active Track aktiviert. Das heißt, wenn ich ein bisschen mit meinem Kopf hin und her fahre, ja, die Bank quietscht ein bisschen, dann sollte ich eigentlich relativ gut im Fokus sein. Wir werden das auch gleich draußen Active Track mäßig aktiv ausprobieren. Also ich werde Jasmin gleich mal das Gimbal in die Hand geben. Aber ich bin ja nicht Mr. Blind, gleich wenn ich auch noch ein, zwei Dinge zu verkünden haben würde, die jetzt demnächst mit videotechnisch auf euch warten. Hier ist ein Paket, zoomen wir mal ran, mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. So, von Reinecker Vision. Ist das Paket richtig rum? Ich glaube schon. Und das ist mega, mega cool. Und was hier drin ist, das ist ein weißer Langstock. Welcher und was genau, sage ich euch nicht. Denn ich habe das Paket noch nicht aufgemacht. Und da möchte ich euch auf jeden Fall überraschen lassen. Das heißt, Hilfsmittel in diesem Jahr laufen auf jeden Fall weiter. Ansonsten habe ich noch eine Kooperation mit SuperSense. Ich blende euch hier irgendwo mal ein Logo ein. SuperSense ist ja so eine App wie Seeing AI oder Envision AI und könnt euch damit auch Texte vorlesen lassen, Objekterkennung und ihr kennt das Spiel. Da in Kombination mit einem Gewinnspiel, also da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Und wer sich jetzt fragt, wie filmt er das Ganze eigentlich? Ich filme das aktuell mit der Frontkamera von meinem iPhone, denn in Kombination mit dem Gimbal, wenn du die Frontkamera aktivierst, aktiviert sich auch automatisch Face-Tracking. Normalerweise würde ich ja so filmen, das heißt Ultraweitwinkelkamera, iPhone einfach nackt in der Hand. Übrigens, ich habe noch den IO weißen Langstock, darüber werde ich auch noch gleich was erzählen. Und so geht das auch mal ziemlich cool, weil da kann ich mal genau beschreiben, wo ist genau die Kamera, weil ich halte das Teil ja in der Hand. Und wenn ich jetzt die Frontkamera nehmen würde und das Telefon in der Hand halten würde,
dann würde das so aussehen, wenn ich meine Hand strecke. So richtig sehe ich nicht, ob ich perfekt im Bild bin. Ich müsste aber, weil ich ja hier wiederum das Telefon fühlen kann. Aber ich glaube, weil ja nicht so ein Ultraweitwinkel ist, habe ich hier auf jeden Fall weniger, was ihr sehen könnt. Und vielleicht sieht das auch nicht so gut aus. Ich weiß es nicht. Ich probiere mich aus. Und jetzt habe ich das Gimbal in der Hand. Das heißt, die Entfernung zum Telefon ist dasselbe. Nur, dass jetzt Face-Tracking aktiviert ist. Also wenn ich mit meinem Kopf hin und her gehe, ist das aktiviert. Und ich habe halt das Gimbal, wie gesagt, in der Hand. Ich glaube, das ist ganz nett. Aber jetzt gibt es noch so einen kleinen Trick bei dem Gimbal, was ich richtig cool finde. Und zwar, ich kann das noch als ein Selfie-Stick benutzen. Das machen wir mal kurz. Moment, ich mache das mal direkt mit euch aktiv. Warte. Wir ziehen. So. Irgendwie so. Oh, hallo? Will ich noch? Moment. Ich tippe mal hier. Ich tippe mal hier. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu sehen bin, aber ich hoffe, ich bin mal zu sehen. Jetzt haben wir so ungefähr 20 cm dazu gewonnen. Natürlich ist jetzt die Mikrofonentfernung ein bisschen weiter, aber ist halt schon ganz witzig, ne? Zu dem I.O. hatten wir auch einige Fragen von euch. Zum einen, ich benutze ihn jetzt schon mehrere Monate und ich gehe bewusst hin und her, weil ich dieses Active Track nutzen möchte. Übrigens, Jasmin ist jetzt meine Kamerafrau. Hallo? Hey! Und wenn wir den Stock ausklappen, hatten einige die Frage, dieser Carbon-Griff, ja, ob dieser Carbon-Griff wirklich bei Kälte angenehm ist oder nicht. Also ich muss sagen, ich finde ihn relativ angenehm bei Kälte. Der Griff zum Beispiel, wenn er kalt wird, der wird überhaupt nicht, also es ist natürlich kalt, aber den Bereich, den du hältst, der wird innerhalb von einer Minute oder so warm, rutscht nicht wirklich weg, es ist angenehm bei Regen. Ich finde es ganz cool. Und jetzt nochmal ein weiterer Versuch mit Mikrofonen in der Hand. Also ein kleines Mikrofon. Sieht man mich? Ja. Und das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Das kommt dann natürlich zum Einsatz, wenn wir dann irgendwie Stöcke reviewen oder Hilfsmittel irgendwo draußen haben. Ich denke mit Face-Tracking und so. Versuch jetzt mal nicht hinterher zu schwenken, sondern sag mal, ob man mich sehen kann noch. Ja, die Kamera schwenkt gerade selbst nach. Okay, und das ist natürlich ziemlich cool, gerade wenn wir beide filmen, dann wann haben wir mal Probleme? Bei Sonnenschein, oder? Ja, und bei zu großen Entfernungen. Genau, und da könnte das ganz interessant werden. Wir müssen es natürlich jetzt krass noch darauf einstellen und ein bisschen üben damit, aber ich sag mal so, wenn man im Leben nichts Neues lernt und auf demselben Stand bleibt, dann entwickelt man sich nicht weiter, dann entwickelt man sich eher zurück. Deswegen immer neue Sachen lernen, immer weiter nach vorne. Kommen wir hier nach Hause. Zu Hause wieder angekommen, habt ihr gesehen, was euch so demnächst erwartet. Dementsprechend beenden wir das Video und wer sagt, hey, ich will mehr von Mr. Blindlife oder Mr. und Mrs. Blindlife sehen, immer gerne auf Instagram abchecken, Mr. oder Mrs. Blindlife eingeben oder auch bei TikTok oder auf TikTok findet ihr natürlich von mir insbesondere ganz, ganz viele Videos. Aber Mrs. Blindlife ist auch dabei, ich meinte Videos. Wir sehen und hören uns im nächsten Video, immer sonntags irgendwann. Vielleicht um 10, 11, vielleicht um 18 Uhr. Keine Ahnung. 2022. Alles ist möglich.